Hallo, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Hier ist wieder Daniel vom Team Wachstumsmarkt-Gesundheit.com und in diesem Video möchte ich dir die Erfolgsspirale erklären. Wenn du selber für dich beschlossen hast, dass du mal sehr erfolgreich werden möchtest, dass du mal viel Geld verdienen möchtest, dass du am besten reich werden möchtest, dann musst du diesen Begriff der Erfolgsspirale kennen. Noch viel besser. Diese Erfolgsspirale wird dir ermöglichen, viel einfacher eine ganze Menge Geld zu verdienen, viel einfacher großen Erfolg zu haben und letzten Endes zum Beispiel damit viel, viel einfacher und schneller reich zu werden. Und ja, diese Erfolgsspirale ist deshalb eben besonders wichtig für dich zu kennen. Und ganz oder wie ganz vieles beginnt diese Erfolgsspirale mit positiven Denken. Das mag sich am Anfang immer ein bisschen komisch anhören, das lässt sich aber ganz logisch erklären. Warum muss ich positiv denken überhaupt, wenn ich Erfolg haben will? Das wird auch in ganz vielen anderen Videos erklärt, warum zum Geld verdienen, zum einfach erfolgreich sein, zum reich werden immer positives Denken dazugehört. Aber die Erfolgsspirale an sich erklärt das auch schon sehr gut. Und zwar ist es so, wenn du positiv denkst, dann führt das dazu, dass du auch sehr motiviert handelst. Also nehmen wir mal an, dir bietet sich eine Gelegenheit, eine ganze Menge Geld zu verdienen und du denkst positiv. Du denkst, Mensch, ich pack das an und gehst motiviert ran und machst auch wirklich was. Du, ja, sagst nicht, okay, mal schauen, sondern du kommst richtig ins Tun, ins Handeln. Dann führt das natürlich dazu, dass du viel bessere Ergebnisse erzielst, also viel erfolgreicher bist, als wenn du nur gedacht hättest, ja, ich mach mal so ein bisschen. Das würde natürlich nicht dazu führen, dass du viel Geld verdienst. Und das würde auch nicht dazu führen, dass du schnell Geld verdienst. Das funktioniert nur, wenn du es wirklich anpackst. Das Schöne an dem Effekt der Erfolgsspirale ist jetzt, dass in dem Moment, wo du bessere Ergebnisse erzielst, du auch automatisch positiver wieder denkst. Und zwar, wenn du das nächste Projekt angehst oder dein Projekt weiter ausweiten möchtest, was auch immer dich jetzt zu dem großen Erfolg gebracht hat, wird dir dann über noch motivierteres Handeln und wieder bessere Ergebnisse, ja, noch leichter ermöglichen, noch erfolgreicher zu werden. Und das Ganze setzt sich wie eine Spirale fort. Du kennst vielleicht den Begriff der Teufelsspirale. Das ist natürlich negativ. Hier das Ganze positiv, um noch schneller, noch erfolgreicher zu werden und eine ganze Menge Geld zum Beispiel zu verdienen. Ja, als Tipp würde ich dir mal mitgeben, ja, versuch mal alles positiver zu sehen. Und zwar ganz konkret, wenn du etwas Neues angehen willst, denk nicht darüber nach, was könnte alles schief gehen, sondern denk mal ganz bewusst darüber nach, was könnte alles gut funktionieren und vor allem, was wäre, wenn es alles so gut funktioniert. Und dann wirst du schon ganz anders an die nächste Sache herangehen, die du angehst, wenn du sagst, ich möchte wirklich erfolgreich werden und viel, viel Geld verdienen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten schreib mir gerne einen Kommentar unter das Video. Und ja, wenn du mehr zu dem Thema wissen willst, dann klick auf jeden Fall mal auf den Link unter diesem Video und schau dir unseren Blog genauer an. Und ansonsten würde ich mich freuen, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, ciao!